Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pacific Drive. Okay, das ist alles ganz. Hier haben wir wieder was zum... Was? Irgendwas mit Synax Synsyn. Wenn du diese Nachricht liest, ist es schon zu spät. Außer du liest sie nach dem 30. Juni 2000. Dann ist es noch zu früh. Wir sind 1998. Okay, also wir brauchen... Das Ressourcenradar. Ich hoffe, wir können das jetzt auch bauen, ey. Was wir alles haben dafür. Bestimmt fehlt uns jetzt wieder irgendwas, oder? Wollen wir wetten? Irgendwas fehlt uns doch immer. Oh nein, wir haben tatsächlich alles. Wo muss das hin? Ah, das muss da oben drauf. Okay. Gut. Haben wir gebaut. Riesending. So, warte, denn irgendwas war doch hier. Abdichtkit brauchen wir. Warte, wir machen eins. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch. Einmal einen neuen Schaltknauf. Und wir hatten noch irgendwas anderes. Sei schon mal her hier. Surfer. Was war denn das jetzt? Das hier, ne? Der Drahtersatz, okay. Ich mag unsere Biene aber immer noch am meisten. Und einen neuen Schaltknauf. Hä? War das kein Schaltknauf? Nee, war das das hier? Ach, das war das hier. What the fuck ist das denn? Ja, mach das mal kurz rein. Ich will mir das mal angucken. What is this? Ist das eine Kartoffel? Was ist das hier? Das sieht aus wie eine Kartoffel. Mit Draht. Gut, wir lassen es mal dran, würde ich sagen. Wir sind wieder an der Werkstatt, ne? So, dann Teile austauschen. Benzin nochmal auffüllen. Mal leer machen. Okay, das ist voll. Sehr gut. Der müsste ja jetzt auch voll sein, ne? Ja, er ist ja mit dem Haupttank verbunden. Okay, dann... Hallo? Rüber. Gummi. Chemikalien, Blei. Das ist das, was wir schon hatten. Halt die Dinger noch. Ja gut, den haben wir schon. Den, oh, den haben wir sogar dreimal, den weißen Streifen. Okay. Brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Soll ich jetzt trotzdem wieder Klebeband? Wir lassen das mal so. Das lassen wir mal im Auto. Lassen wir das irgendwie brauchen. Wir haben noch braun. Wir hatten noch nie braun. Was mit dem Koffer? Das ist irgendwann alles voll mit Farbe, die ich niemals benutzen werde. Das ist eigentlich voll doof. So, das noch in die Hand. So.
Wartet, dann guck mal hier nochmal schnell. Menschenfeindlich. In diesem Bereich des Sperrgebiets haben schädliche Effekte noch stärkere Auswirkungen auf dich. Ganz gleich, ob du in deinem Auto oder zu Fuß unterwegs bist. Okay. Antennen, Spotlight. Im Zweifelsfall sollte die Stärke den Weg weisen. Okay, das ist tatsächlich eine Kartoffel. Der Drahtersatz. Hat jemand ernsthaft einen Kleiderbügel dafür benutzt? Okay, was haben wir noch? Brauner Lack. Pazifisches Braun erinnert an die muffigen Farbtöne des wilden Nordwestens, an das Sprühen eines jungen Stinktiers, an plötzliche Ausrutsche auf regennassen Hängen und an der Entdeckung von frischem Schlamm auf dem Wohnzimmerteppich. Laborberichte! Das war der letzte Laborbericht, den wir haben. Nice. Teil 3? Nee, Teil 2. Allem Anschein nach können wir mit einer Kombination aus den richtigen leitfähigen Materialien, Lymphverstärker, elektronische Induktion und ein Elektrobombardement den radioaktiven Zerfall verschiedener Isotope erheblich beschleunigen. Ich habe diesen Satz jetzt nicht verstanden. Warte. Allem Anschein nach können wir mit einer Kombination aus den richtigen leitfähigen Materialien, Lymphverstärkter elektromagnetischer Induktion und einem Elektrobombardement den radioaktiven Zerfall verschiedener Isotope erheblich beschleunigen. Unsere bisherigen Daten zeigen, dass U-235 um bis zu 8% und R-222 um bis zu 12% schneller zerfällt. Wir sind weiterhin vorsichtig optimistisch. Meiner Meinung nach sind Werte von bis zu 20% durchaus realistisch, was enorme Implikationen für den zukünftigen Umgang mit radioaktivem Abfall hätte. Ganz zu schweigen davon, dass wir die Veränderungen hier im Sperrgebiet auf diese Weise abschwächen könnten. Ja, irgendwie hat das dann nicht geklappt, ne? Wir haben immer noch hier Unbekannte. Haben wir eine Macke? Einen haben wir nicht. Okay. Das ist wieder Säure, ne? Ich glaube, wir fahren jetzt einfach tatsächlich hier hin. Noch nicht zur Hauptmission. Weil ich hätte ja für die Hauptmission... Hätte ich ja gern noch irgendwie ein bisschen eine Verbesserung, so wisst ihr? So. Ich weiß es nicht. Fahren wir zur Hauptmission? Och, ich bin so unsicher, ne? Was haben wir hier noch? Olympiumbrenner, ja, der bringt uns nichts. Tank. Das ist der stärkste Motor. Da fehlt uns aber auch noch Energie. Okay, das ist ein Dachtank. Dachbatterie. Mhm. Wir haben jetzt die hier drinne. Kapazität 50, Zustand 200. Kapazität 30. Die wäre halt... Ich schalte die mal noch frei. Wir haben ja genug von der normalen Energie im Moment. Einfach, dass wir sie mal freigeschaltet haben. Als wir sie doch mal brauchen. Handstaubsauger. Plasmabrenner. Was haben wir hier noch? Ja, hier wollte ich noch gucken. Aber hier brauchen wir ja dieses Olympiumfragment. Ich glaube, ich hätte gern... Nee, wartet mal, wo ist denn das? Das Ionenschild hätte ich, glaube ich, gern. Das haben wir ja freigeschaltet. Können wir das bauen? Dafür brauchten wir doch auch... Ja, dafür braucht mir diese Baumbonbons. Wartet mal, vielleicht. Die haben wir doch von der Mülltonne gekriegt. Vielleicht drückt die noch was raus. Nein. 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 Liebe Mülltonne. Ein Reparaturkit vielleicht? Oder so ein Bonbon? Danke. Können Sie es nur noch zweimal befragen. Aber wir haben noch ein Reparaturkit gekriegt. Immerhin.
Besser als nichts. Wir könnten noch gucken, ob wir so einen Schweißbrenner machen können. Ich meine, der hat echt gut repariert, ne? Was braucht man dafür? Blind? Hier brauchen wir diesen Limmmagneten. Habe ich den Schweißbrenner noch nicht freigeschalten? Doch, hier. Dafür brauchen wir 80 Sumpfeier. Also wir könnten jetzt noch einen machen, aber dann hätten wir gar keine Sumpfeier mehr. Scheiße. Okay, wir haben ja hier... Die Platten sehen halt noch ganz gut aus. Ich überlege jetzt, ob wir jetzt die hier abmachen und mit den anderen Gepanzerten austauschen. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Ja, warte. Ich muss ja die erst ablegen, damit ich die in die Hand nehmen kann. Und ich dich... da reinstecken kann. Das ist eine Schimmelbleischicht. Das ist zwar jetzt auch nicht viel kaputt, aber... Ich meine, wir können es austauschen, ne? Warum nicht? Oh, wartet mal, vielleicht sollten wir die... Ich baue mal die gepanzerte Tür vor... Dass wir hinten die Batterie und den Tank mit einer gepanzerten Tür abgesichert haben, wisst ihr? Ist vielleicht besser. So. Guck mal, da haben wir jetzt fast alles gepanzert. Das Problem ist nur, wenn wir dann losfahren, haben wir nichts mehr gepanzert. Weil dann alles kaputt ist wahrscheinlich. Ich habe halt keinen Platz mehr in den Schränken, ne? Ja. Geht hier nicht mehr rein. So, also was macht man jetzt? Ich würde noch nicht zur Hauptmission fahren. Was ist denn hier? Hammer und Amboss. Extremsäure. Extremsäure. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Konnten wir nicht? Ja, dafür brauchen wir diesen... Ah, dafür braucht man dieses Ding hier. Diesen Limmmagneten. Ja gut, dann... Müssen wir da jetzt durch? Moment. Das machen wir mal noch ganz... auch. Wo war doch noch hier irgendwie da? Okay. Jetzt sollten wir die auch mal kurz reparieren noch. Vor allem dich hier, dich brauche ich.
Oder Hydrogenerator ist kaputt. Können wir einen neuen machen? Ich muss sagen, so mit unseren Außensachen, die wir gerade dran haben, bin ich sehr, sehr zufrieden. So, wisst ihr, also ich finde, das ist gerade so mit Benzin und allem, das funktioniert gerade echt gut. Vor allem der Benzinsynthesizer war, glaube ich, die beste Entscheidung. So. Okay, ja, dann... Hier ist nix. Wir könnten auch direkt... Ach du, unterirdische Gefahr. Was haben wir hier noch? Natürlich elektrische Energie. Säure. Ich weiß halt gerade nicht, wie wir am besten fahren. Das ist wieder verdampfendes Benzin. Hier ist dichter Nebel. Funkenflug. Ah. Also, wir müssen entweder alles drin durch. Extreme Säure. Säure. Wo fahren wir denn jetzt lang? Nein, wir könnten hier hinfahren. Da mal das verdampfende Benzin wieder. Aber dann umgehen wir einmal hier so ein... Kack. Ja, fahren das mal zum dichten Nebel. Wir haben das Ressourcenradar jetzt auf F. Wenn wir das benutzen, geht das zu unserer Batterie runter. Ja, wir gucken mal. Halbe Werkstattfolge hier. Aber ich bin halt immer so unsicher, wie wir das jetzt am besten machen, ne? Wir fahren jetzt hier hin. Dichter Nebel. Dann fahren wir zur 2. Und dann gucken wir weiter. Mal schnell was trinken. So. Okay. Wo bin ich? Da. Okay, ich muss eh die Straße lang, wo die Anker sind. Von daher fahren wir einfach. Hui. Wieder kein Empfang hier. Ich hab grad gehupt, sorry.
Das ist, weil X ist die Hupe. Und wenn ich am Radio den Sender wechseln will, drücke ich auch X. Und wenn ich aber nicht richtig auf dem Radio bin, dann hupt der. Hallo? Wieder was Unbekanntes. Ist das eine Anomalie, die da Gitarre spielt? Ich hätte vielleicht auf der Straße direkt parken sollen, ich Trottel. Das wollte ich vermeiden. Naja, egal. Das ist eine Rohrpost. Moment. Ja gut, die hat sich nicht gelohnt zu halten. Weiß man ja vorher immer nicht. Ich sollte hier, wo diese Dinger sind, nicht unbedingt jetzt nach dem Radio gucken, ne? Hello? Is anyone out there? If you can hear this, I'm in Sector E. Well, I think I am. I was walking my dog along the night beach hill. We got track and it's been 3 days. I don't know what to do. My dog's been trying to go into the cell door in the woods. Oh, oh. It gives me a bad feeling. I don't want to go in there. Please help. Boah, diese Türen locken halt auch noch Tiere an. Boah, ist das gemein. Gott, ich hoffe, sie hat die Tür nicht aufgemacht. Mit euch. Pisst euch. Hallo, gehst du mal... Wie soll ich... Hallo? Wie soll ich das denn wegkriegen? Ist das jetzt dein Ernst? Ihr wollt... Ich hab doch die Handbremse angezogen, Mann. Muss ich jetzt ernsthaft mein Ressourcenradar hier reinpacken, damit ich dieses Kackmistvieh wegkriege? Das ist jetzt ja nicht der Ernstspiel. Ey, wirklich. Piss dich. Das ist doch nicht deren Ernst. Hat sich das Mistvieh da drin verkeilt? Was ist denn mit denen? Aus. Wirklich. Solche Arschlöcher und die Kackpuppen sind auch schon wieder da. Stimmt mit euch nicht. Blöde, ne? Piss dich jetzt, ey. Es gibt's.
Ich raste hier gleich aus, Leute. Okay, ich raste aus. Ich mache das Ressourcenradar nach hinten und den Stauraum nach vorne. Weil anscheinend verkeilen sich ja diese Kackviecher immer hier drinne. Piss dich. Ey, es ist doch hier nicht der Ernst. Dieses Spiel will mich doch komplett trollen. Wirklich. Junge. Fahren jetzt hier raus. So, jetzt muss ich mein Ressourcenradar dann wieder neu festlegen. Ey, wirklich. And I don't know. I guess the kids don't know any better, but I don't know. Growing up in a place like this. Einfach nur Kerzen gerade an die Decke gehen hier. Verkeilt sich das Scheißvieh zweimal in meinem Ressourcenradar. Ist doch nicht der Ernst. Fällt dir nichts mehr ein, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt noch was eingepackt habe oder nicht. Ich glaube ja. Ich nehme jetzt einfach alles mit. Ey, dieses Spiel, ne? Hat immer wieder neue schöne Überraschungen für einen. Mehr wie 3 kann ich nicht stacken. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das wurde jetzt nicht besser, die nächsten Zonen, ne? Dass einfach nur ausrasten kannst du da. So. Verdampfendes Benzin. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, weil wir sind jetzt knapp bei einer halben Stunde. Und ich muss durch dieses Gebiet ja auch super schnell durch. Deswegen
Ja, und dann muss ich hier rüber. Wir gehen jetzt hier hin. Müssen wir nach da. Dann am besten nach da. Dann haben wir nur einmal die Scheiße. Und dann hier rüber. Du Scheiße. Alles wird gut. Oh yeah. Gut, aber das machen wir morgen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.